Okay, das ist kein Löwenzahn. Was ist das, was ich da einsammel, das Gelbe? Gelbes Gänseblümchen. Okay, Löwenzahn. Das esse ich heute. Worauf hast du denn Lust? Also bei mir wird es wahrscheinlich auch auf Brötchen oder sowas hinauslaufen. Brot oder Brötchen. Da warte ich allerdings, bis meine bessere Hälfte zu Hause ist. Dann ist es einfacher. Da hinten. So. Das nehme ich mit. Verkaufe ihn natürlich auch direkt. Ich glaube, ich mache mir Frikadellen drauf, Tomate, ein Spiegelei, eine Scheibe Käse und das Ganze zwischen Brot. Ah, Burger! Burger hatten wir neulich, aber so kleine Mini-Burger. Richtig lecker. So, ich suche immer noch Löwenzahn. Ich finde noch keinen. Ich finde alles, aber keinen Löwenzahn. Wie viel brauchte ich hier? 3000 davon. Okay. Das ist heftig. Och, Löwenzahn. Ich habe keine Brötchen, aber Brot geht auch. Das stimmt. Das ist auch keins. 1000. Wie viel habe ich denn? Genug. Weiß nur noch nicht. Na doch, der ist ja groß genug. Da bist du ja. Oje, vom schillernden Strand geht eine dunkle Magie aus. Wir müssen die Säule der Freundschaft auf der Wiese reparieren. Das sollte uns den Zugang zu neuen Biomen im Dorf ermöglichen. Und jetzt okay. Mit dir. Es gibt viel zu tun. Viel okay. Zu tun. Ich muss erst die Säule der Freundschaft da reparieren. Also das Ding da. Weißt du noch nicht wie? Es ist immer noch kein Löwenzahn. Egal. Ich finde einfach keinen Löwenzahn. Ich konnte nicht widerstehen und habe LED-Streifen als Ambient Light für TV geholt. Sehr geil. Will ich irgendwann auch noch machen. Hallo, Kumpel. Aber nicht mehr hier. Oho. So. Also den Salat kann ich einmal essen. Genauso wie ich die Möhre einmal essen kann. Ich stehe immer noch auf der Suche nach Löwenzahn. Warte mal, da ist irgendwas. Warte, dafür wird's brutal. Oh, mach mal zu, na. Oh Mann. Ich suche Löwenzahn. Finde keinen. Nehmen wir alles ein, was gelb ist. Finde tatsächlich keinen. Also TV gucke ich tatsächlich auch gar nicht. Aber, ja, wie du schon sagst, Persona, wenn ich dann mal am Zocken bin, ist das schon geil. Es ist schon nice, wenn das alles beleuchtet ist. Da ist was. So, Hälfte haben wir. Zwei Löwenzahn brauche ich noch. Ist aber nicht hier, glaube ich.
Achso, nee, da brauche ich das hier für. Entweder bin ich blind oder es gibt tatsächlich einfach gerade keinen Löwenzahn. Habe ich noch was in der Truhe? Löwenzahn? Nö. Habe ich tatsächlich nicht. Ob sie Löwen haben? Ich kann noch warten, bis hier irgendwann die Charaktere von König der Löwen rumlaufen. Dann hätte ich auch Löwenzähne. Im Kochen. Alles klar. Mach das. Okay, was haben wir denn noch für Aufträge? Nein, das ist das Falsche. Aufgaben. Das ist hier das mit der Rohkost. Sprich mit Wally. Das ist noch gesperrt. Kaufe Edelsteine. Mhm. Reiche 5 Freundschaftslevel mit 3 Dorfbewohnern. Reiche das 5. Freundschaftslevel mit 3 Dorfbewohnern. Das ist klar. Dann reden wir erstmal mit Wally. Hi. Yippie! Du bist also froh, Gofi getroffen zu haben. Du wirkst entspannter. Wally. Was würdest du jetzt gerne tun? Wir können Blumen pflücken oder Tiere füttern. Wally, Wally. Oder wir könnten beides tun. Pflücke verschiedene Blumen, Wally. Füttere ein Tier im Dorf mit dem, was es mag. Na. Okay. Einmal. Zählen auch gleiche Blumen? Der rettet aus allen Nähten. In der Tat. So, und jetzt muss ich ein Tier finden. Dann irgendwas finden, was das Tier mag. Okay. Der Hase ist halt einfach weg. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Eichhörnchen rumläuft, was sich füttern lässt. Frage ist, wo ist das Eichhörnchen? Hack, 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 hack. Oh, nein. Einfach nein. Da. Ernähren. Apfel. Kehr zu Wally zurück. Wunderbar. Wally! Ich bin wirklich froh, dass wir all diese Dinge zusammen machen konnten. Hast du das Gefühl, dass uns nun ein bisschen mehr hierher gehörst? Genieße die Natur. Ja, das hier. Okay. Tschüss, Wally! Ja, ich brauche immer noch Löwen. Auch immer noch vom vermaledeiten Löwenzahn. Hier, da steht er! Ich kann nichts mit anfangen. Huch. Bergbau. Sehr schön. Oh. Macht das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger. Die Beinaufgaben sind noch gesperrt. Dafür brauche ich ein Rezept. Dafür brauche ich Löwenzahn.
Also ich brauche Edelsteine auf jeden Fall. Das ist so die Frage. Wo kriege ich Edelstein her? Ablegen. Gemüsepastete. Ich will aber keine Gemüsepastete. Ich will Rohkost. Ich habe was für dich. Himbeeren. Okay, fast Stufe 5. Dein Begleiter kann mehr Fische fangen, wenn du fischst. Sehr gut. Und er kriegt Geld. Hallo. Hi. Na? Rotes Sumpf. Gegrillter Fisch. Okay, davon habe ich nichts mehr. Was soll ich mitbringen? Für Picknick finden. Wie wäre es mit Fischbrötchen und Pfiff und Gemüse? Ja, ich brauche aber Rohkost. Mann. Daki, Hallöchen. Hinten auch nicht, Grisely. No. Ja, noch. Wobei fast. Wally ist ja jetzt mittlerweile da. Es ist nur noch halb entnaust. Ja, mittlerweile auch Wally hier. Und das Dorf wächst. Aber Daki, wie geht's dir? Wie war dein Tag bisher? Ach ja, ich brauche eigentlich nur Edelsteine. Da. Ablegen. Nein! Oh Mann. Ablegen. Essen. Achso, okay. Prinzessin Spitzhacke sucht Rohkost im Felsen. Macht Sinn. Ja, nee, ich suche hier Rohkost und ich suche... Also das Rezept für Rohkost und ich suche... Edelsteine. Und mir geht's super, Daki. Danke der Nachfrage. Wir spielen hier entspannt. Suchen ein paar Sachen zusammen. Schön, dich zu sehen. Verkaufen. Edelstein. Ich liebe schöne sonnige Tage. Ja, ne? Wie viele Edelsteine brauche ich noch? Wahrscheinlich 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, 3. Und für Dagobert. Entspannt. So, unsere heilige Spitzhacke. Ich bin immer wieder erstaunt, was Gofi für Geräusche macht. Das klingt alles sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Oh, und ich müsste zumindest einmal zum Haus. Wir müssten einmal zu unserem Häuschen. Ja, ist halt Goofy. Ja, gut, stimmt auch wieder. Schön, dich zu sehen.
So, zwei brauchen wir noch. Wir sehen uns. Aber erstmal Energie. Brauchen wieder Energie. Sehr praktisch, einfach nur ins Haus gehen und dann lädt sie das Ding wieder auf. Wäre es Magie? Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen. Magie. Seltsam. Warum spawnen keine Kack-Löwenzähne mehr? Das klingt seltsam, wenn ich das so sage. Löwenzahn, komm schon. Lass mich nicht im Stich. Wir brauchen Löwenzahn. Wow, das war viel. Muss ich auch sowas sammeln? Weil gut, die Edelsteine sind jetzt auch nicht so der Bringer. Weiß gar nicht, wer war denn nochmal? Wen hatte ich denn als Bergbaupartner? War das Dagobert? Die Leute auf Löwenzahn allergisch sind, sind sie dann nicht eher Pusteblumen? Ah. Oh Mann. Einen schönen Tag noch! Ach, was? Granat. Gegrilltes Gemüse. Ach, leck mich. Lass uns abhängen. Auf Wiedersehen und bis bald! Achso, ja, er kann nicht fernbleiben, okay. Gut, dann nicht. Oder folgt er mir jetzt trotzdem? Doch, er folgt mir trotzdem. Ich glaube, er war das, der... mit dem ich dann... mehr absammeln konnte. Hoffe ich. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube es aber, so viel wie wir jetzt hier gerade rauskriegen. Ach, komm schon. Das ist Mobbing. Das ist pures Mobbing. Oh, Energie. Ich brauche Energie. Wo bin ich, der chinesische Schulminister? Nein! Nix da! Stufe 4. Okay. Leider kann mehr sammeln, wenn du wilde Pflanzen. Okay. Er ist also fürs Sammeln zuständig. Hallo! Gut. Gut zu wissen. Das war später. Weiter. Freundlichen Dank. Ja. Ich suche jemanden wegen Steinchen.
Nächster, der chinesische Minister. Oh. Goofy war, glaube ich, zum Angeln. Du warst, glaube ich, beim Angeln. Da bist du ja. Ich hab was für dich. Das hätte ich einmal. Danke, meine Liebe. Maximal Energie und ich habe irgendeinen komischen Boden bekommen. Wenn mal ein Fisch haben, muss man kommen. Du bist hier, schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Und Stufe 5. Damit der Alter kann mir Ernte einbringen, wenn du erntest. Gut, er ist zum Ernten zuständig. Gut zu wissen. Ich glaube, ich hatte niemanden für den Bergbau, hä? Hey du! Ja, er ist beim Angeln. Bis bald! Was für er? Spinat, violettes, irgendwas. Und ein Smaragd. Hab ich alles nicht. Warum will der denn Spinat haben? Was, violetter Bartfaden? Ist das Popper in Verkleidung? Durchaus möglich. Wenn er so auf Spinat steht. Yay, neues Freundeslevel. Bergbau bitte. Reden. Mitkommen. Bergbau, kann mehr Mineralien abbauen, wenn du am Abbauen bist. Sehr gut. Und wir kriegen Geld. Aber cool, wenn sie mitkommen, haben sie dann eigene Lieder. Okay, der Blick, glaube ich, ist ein Zug zu viel genommen. Meinst du von meinem Charakter hier? Schön, dich zu sehen. Ja, der Blick ist, ja. Seltsam. Schon gut. Meinetwegen. Okay. Gibt's mittlerweile Gänseblümchen hier oben? Viel Spaß im Lurk, Masuna. Oh. Wir brauchen Gänseblümchen. Gibt aber keine.
Alles wächst hier, nur keine Gänseblümchen. Da! Vor allem Gänseblümchen, Löwenzahn. Da ist wieder ein Löwenzahn. Wow, einer fehlt noch. Ich habe mich gerade kurzzeitig gefreut, ne? Okay. Aber... Bert hat eine weitere Finanzlektion für dich. Machen wir das einmal. Wird bestimmt hier drin sein. Oder? Da. Hallo, hier bin ich. Gut gemacht, jetzt hast du Geld zum Investieren. Meine 37 Regale für persönliche Finanzangelegenheiten... 34. Regel für persönliche Finanzangelegenheiten lautet... Die wichtigste Investition, die man tätigen kann, ist in das eigene Heim. Ich habe im Haus einen Aufzug eingebaut, mit dem du die Zimmerverbesserung erreichen kannst. Wirf einen Blick darauf und investiere ein wenig in die Erweiterung deines Immobilienbesitzes. Auf Wiedersehen und bis bald! Investiere in dein Haus, indem du den Aufzug im Inneren nutzt, um mehr Platz zu schaffen. Wir können mehr Platz schaffen im Haus. Hi. Jetzt frage ich mich, welcher Aufzug. Oh mein Gott, da. Erweitern. 1000. Ja. Oh mein Gott. Juhu, wir können erweitern. Ach ja, Mensch, ist jetzt ein bisschen größer. Und ich könnte jetzt noch einmal um 2000 erweitern. Und dann, oh mein Gott, du musst dein Haus verbessern, um weitere Räume hinzuzufügen. Gib dem Raum einen Namen. Wohnzimmer. Ganz einfach. Los. Wohnzimmer. Erste Etage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben Platz. Da komme ich gerade richtig. Echt? Gamezimmer. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Wir machen uns hier noch so ein schönes Gamingzimmer. Gamingzimmer kommt auf jeden Fall noch. So. Und dann... alles. Ich würde ja gerne ein paar Möbel verkaufen, aber... eine L-Couch. Ein bisschen was habe ich ja mittlerweile. Zimmerstuhl. Okay, muss ich leider weit nach hinten sitzen. Nee. So. Das kommt dahin. Dahin. Und dahin. Beziehungsweise so. Mist, okay. Nee, das ist doof. Was Gold war? Ja, jetzt könnten wir eh erstmal nicht erweitern. Jetzt könnten wir leider eh erstmal nicht.
Dafür müssen wir erstmal weiterspielen. Einfache weiße Tapete. Nee, wir bleiben dabei. Gott, okay. Nee. Mahagoni-Fußboden, nee. Bleib ich lieber dabei. Und ich meine, es geht schon mal. Wir haben zumindest schon mal mehr Platz. Jetzt müssen wir halt erstmal warten, bis wir einen Raum hinzufügen. Ja, du musst dein Haus verbessern, um weitere Räume hinzuzufügen. Also wir müssen erstmal ein bisschen weiterspielen. Vorher können wir tatsächlich nicht weiter ausbauen. Aber es passt ja schon mal. Achso, ich muss die Kiste noch... So. Lager. Ja, ich kann leider auch noch kein größeres Lager bauen. Jetzt muss ich erstmal hierauf sparen. Bis du sicher den Rucksack mit 28 Feldern kaufen möchtest. Darauf müssen wir erstmal sparen. Das ist gerade viel, viel wichtiger. So. Hier noch irgendwo ein Löwenzahn. Uns fehlt nur noch einer. Den Dingern kann ich sie leider nicht wieder rausnehmen. Für ein Virus. Nee. Nee. Okay. Dann. Jetzt auch mal da wieder rein. Berichten wir Dagobert erstmal. Einen schönen Tag noch. So war ich hier stehe. Sein Haus sieht aus, als wäre es jetzt ein Vermögen wert. Gut gemacht, meine Freundin. Natürlich kam die Idee von mir. Also muss das ja genial werden. Jetzt hast du noch mehr Platz für Gegenstände aus meinem Laden. Komm jederzeit vorbei. Mein Bestand ändert sich dauernd. Hervorragende Arbeit. Yay. Sei gegrüßt. Und hat einen neuen Auftrag für uns. Lass mich dir etwas zum Thema Geschäfte beibringen, hm? Du musst deine Kunden glücklich machen. Aus vielen Gründen. Aber vor allem, weil es glückliche Käufern weniger ausmacht, einen hohen Preis zu zahlen. Ich habe einen Kunden, der auf seine Lieferung wartet. Hast du Zeit, mir zu helfen? Na klar, wer ist der Kunde? Ja. Der Zauberer Merlin. Er kann ein schwieriger Kunde sein. Kannst du erraten, was er bestellt hat? Etwas Magisches. Ei, das würde Sinn ergeben. Aber die Antwort ist blau. Mhm. Okay. Kannst du erraten, wo er dieses Möbelstück hinstellen möchte? Sein Büro? Bestimmt ins Spielzimmer. Aha, ins Spielzimmer. In sein Büro. In der Tat, es ist sein Büro. Hier ist die Anzahlung, die er für die Möbel gemacht hat. Such dir etwas damit aus oder kaufe etwas noch Schöneres mit deinem eigenen Geld. Okay, wenn du in meinem Laden etwas für ihn nicht finden kannst, gib mir Bescheid. Ich habe gerade ein Liefersystem auf Anforderung installiert, mit dem du alles aus meinem Katalog bestellen kannst. Freundlichen Dank. Ja gut, etwas Blaues wäre dann halt höchstens hier diese Lampe. Ich möchte nochmal in sein Lager gucken. Dinge bestellen. Möbel. Notwendiges. Mhm, so ein Stuhl wäre halt möglich. Dekor. Dekoration. Ähm.
Beleuchtung. Wir pflanzen. Dann sind alles Sachen, die ich auch habe, ne? Also, zumindest sowas hier. Okay. Nee. Auf Wiedersehen und bis bald. Und dann holen wir uns die Lampe da. Einen schönen Tag noch. Du interessierst dich für diese Lampe, ja. Es gehört hier in der Tat eine sehr kluge Investition. Dank. Okay. Jo. Bevor wir es ihm aber bringen, mache ich einmal eine ganz kurze Pause. Das nehme ich jetzt tatsächlich mal wohin. Und gucken erst, wo sie nochmal kurz rauskommt. Und ich bin in 2-3 Minütchen wieder da.